Also ich möchte uns unseren zweiten Sprecher bekannt geben. Das ist Cornelia Hayes. Die ist Philosophin vom Hause aus und sie wird vortragen über das interessante Thema die Eschatologie. Es gibt viele Ansichten, viele Positionen in diesem Bereich und das ist ein schwieriges Thema und wir wollen das jetzt hören. Ja. Danke, Vater Nele, und ich bitte um Entschuldigung für den Euf. Ich habe gedacht, andere Leute werden auch anfangen hier mit Bildern, so wie bei der letzten Dom-Konferenz. Ich kann mich auch hinstellen. Dieses Thema, ich fange an mit dem ersten Teil, was können wir für das Nachleben unserer eigenen Seele tun? Über diese Frage hatte ich vorher nie nachgedacht. Ich hielt es immer für ein Zeichen meiner fortgeschrittenen Frömmigkeit, dass ich den Tod nicht fürchte. Das Thema Hölle habe ich sehr gerne verdrängt. Darum bin ich hier ein Neuling und hoffe in der Diskussion auf die Hilfe der Theologen. Vater Neil hat mir dieses Thema zugeschustert, weil er es dabei haben wollte und weil keiner von den kompetenten Leuten darüber reden wollte. Darum betrachte ich das jetzt als ein Gottesgeschenk, dass ich über diese Sache endlich mal was lerne. Meine Gedanken folgen dem heiligen Justin von Celje insofern, als er sieht Theologie pastoral oder mystagogisch. Das heißt, relevant ist, was uns auf dem Weg unserer göttlichen Berufung weiterhilft. Beim Thema Eschatologie geht es mir also darum, was wir für uns selbst als Todgeweihte und für unsere verstorbenen Mitmenschen tun und hoffen können. Und die ganzen theoretischen Spekulationen, die Vater Neil dazu interessieren, die interessieren mich überhaupt nicht, sondern nur das Praktische. Dass es neben dem sinnlich erfahrenen Leib auch eine unsichtbare Seele gibt, das haben wir ja oft genug schon gehört. Hier sehen wir das Bild dieser Seele in einer ganz kleinen menschlichen Gestalt beim Entschlafen der Gottesgebärerin. Kommen wir später nochmal drauf zurück. Aber diese biblische Begründung, die finden wir überall. Was wird es einem Menschen nützen, wenn er die ganze Welt gewönne und an seiner Seele Schaden nehme? Das ist nur ein Beispiel. In der Zeit zwischen ihrer Trennung vom Leib und seiner Auferstehung erfährt diese Seele ein bewusstes Weiterleben. Nun, man denke hierzu zum Beispiel an den armen Lazarus und den reichen Mann, da wird das genau dargestellt, oder auch an Christi Wort zum reuigen Räuber am Kreuz, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein, und auch an die kirchlichen Gebete zu verstorbenen Heiligen. Diese Gebete setzen ja voraus, dass die Heiligen solche Gebete hören und erhören können. Jedes bewusste Weiterleben findet sich nun weiterhin in einem Zwischenreich zwischen Himmel und Hölle, und zwar zwischen zwei Sorten von Gerichtsverhandlungen ausgesetzt. Rechts finden wir das sogenannte jüngste Gericht, das ist biblisch sehr gut begründet. Am Ende aller Zeiten werden die zu erneuerter Leiblichkeit Auferstandenen entweder zum Leben in Gottes Herrlichkeit oder zum geistigen Dauersterben in der Abwendung von dieser Herrlichkeit verurteilt. Das ist Johannes 5, 29. Daneben aber wissen wir, und jetzt komme ich zum linken Bild, aus Visionen der Heiligen von einem unmittelbar nach dem leiblichen Tod eintretenden vorläufigen Gericht. Hier verhandeln unsere Schutzengel mit den uns anklagenden Dämonen über jenen geistigen Wohnort, Himmel oder Hölle, an dem unsere Seelen das jüngste Gericht zu erwarten haben. Entweder gelingt es, mit Hilfe der Schutzengel jene Dämonen abzuwehren, die unseren Aufstieg behindern, oder wir werden von jenen in deren eigene höllische Geisterwelt hinabgezogen. Kurz unterbrechen, weil das ganz wichtig ist. Sie dürfen. Beim persönlichen Gericht gibt es noch keine Hölle. Gibt es noch keine? Gibt es keine Hölle, das heißt Hades. Danke, danke. Der Hades verschwindet beim jüngsten Gericht und wird dann in die Hölle, okay, sozusagen übergeführt. Aber zwischen dem persönlichen und dem jüngsten Gericht gibt es nur den Hades. Danke. Und die Hölle ist für die
wir wohnen schon, aber da ist noch kein Mensch. Das ist in verschiedenen Darstellungen, die ich gelesen habe, verschieden. Deswegen habe ich da nicht drauf aufmerksam, war ich nicht auch. Sie werden mich also jedes Mal, wenn Sie mich erwischen, schnell korrigieren. Für jeweils eine Sünde oder Gruppe von Sünden beleuchten diese Stationen das frühere Leben eines Menschen, das der Seele mit plötzlicher Klarheit in allen Einzelheiten vor Augen steht. Die Schutzengel versuchen dabei, aus dem Vorrat zu Lebzeiten vollbrachter guter Taten einen Ausgleich zu sichern für die von den Dämonen verzeichneten Sünden. Man merkt ja also, es hilft nicht, bloß weil man keine Übertretungen hat, man muss auch was Positives haben, denn irgendwelche Übertretungen, die passieren einem eh. Die Schutzengel tun dies mit Erfolg, also immer eine gute Tat aus dem Sack rausziehen, um wieder eine Sünde wettzumachen, solange der Vorrat reicht. Ein anderes Bild gestaltet solche Prüfungen als Verführungsversuche. Die Seele betritt das geistige Reich zwischen Himmel und Hades, genauso wie ihre Schwächen und Leidenschaften sie zu Lebzeiten geformt haben. Huch, Moment, du musst hier, ja. Ihr geistiges Fortleben bleibt im Rahmen solcher Gewohnheiten. An jeder Sündenstation also verlocken sie die dort zuständigen Dämonen mit der Befriedigung jener Leidenschaften. Nun sind Leidenschaften dadurch definiert, dass sie sich auf irdische, von Gott als der wirklichen Quelle alles Guten, das ist natürlich Platon, der dadurch scheint, Scheingüter richten. Also Leidenschaften richten sich als auf bloße Scheingüter, die keine wirkliche Realität haben. Solche Güter waren überhaupt nur im leiblichen Leben verfügbar. Eine Seele, die sich von ihnen nicht lösen konnte, erleidet im leiblosen Nachleben die höllische Qual unablässiger Enttäuschung, also Frust pur. Jetzt gibt es einen kurzen Exkurs in den Westen. Das Purgatorium. Jener Hades-Wartesaal, da sind sich die Christen aller Spielarten einig, dient einer Vorbereitung auf das jüngste Gericht, einer Reinigung. Und dies ist besonders für Vater Nil. Der heilige Gregor von Nyssa in seinem Gespräch mit seiner Schwester Makrina über die Auferstehung spricht von der Notwendigkeit einer solchen Läuterung oder Reinigung durch ein Leiden, das sich wie schmerzliches Feuer anfühlt. Allerdings gibt es, wie der heilige Markus von Ephesus beim fehlgeleiteten Unionskonzil zu Florenz 1438 bis 45 erkannte, wesentliche Unterschiede im Verständnis dieser Reinigung. Erstens, in der kirchlichen Tradition wird dieses Feuer nicht wie im Westen als ein reales Feuer mit eigenem Purgatorium zugeordnet, für das es keine biblischen Belege gibt. Zweitens, in dieser kirchlichen Tradition herrscht auch nicht die Vorstellung einer von außen auferlegten, gleichsam mechanischen Reinigung durch quasi körperlich empfundene Schmerzen. Vielmehr verstehen wir diese Reinigung als seelischen Prozess. Es ist die Furcht vor der ewigen Verdammnis, die deren Qualen geistig vorwegnimmt. Unter Weinen und Zähneknirschen klagt hier das eigene Gewissen die von Leidenschaften verformte Seele an und diese inneren Schmerzen sind heilsam. Der heilige Markus denkt hier an kleine Sünden, die nicht bereut wurden oder an größere Sünden, die zwar bereut wurden, deren Reue aber fruchtlos blieb. Zu den Früchten der Reue später. Auch hier geht es drittens nicht wie im vatikanischen Verständnis um eine göttliche Strafe, denn diese würde ja die Zusprechung göttlicher Vergebung durch den Priester in der Beichte null und nichtig machen. Auch bindet das Festhalten an einer solchen Strafe die Beziehung zwischen Gott und Mensch an einen abstrakten Legalismus. Demgegenüber bezeugen in der kirchlichen Tradition jene Schmerzen vielmehr die göttliche Liebe. Gott zieht sozusagen die mit Sünden belastete, wenn auch gutwillig ihm zugewandte Seele gleichsam unter dem Schutt ihrer Verfehlungen heraus. Stellen Sie sich vor, eine Explosion in einem Parkhaus und wie weh das tut, wenn man da unten rausgezogen wird. Sie muss
von allem Bösen dabei losgetrennt werden. Erst dann ist sie fähig zur Vereinigung mit Gott. Und schließlich, viertens, vollzieht sich diese Reinigung nicht, wie die Lateiner meinen, mechanisch, als wohne, danke, jenem Feuer eine eigene Macht inne. Das ist aus Markus der ersten Homilie. Vielmehr wirkt hier die göttliche Liebe synergetisch. Davon haben wir gerade schon mit Christus einiges gehört. Das heißt, sie antwortet auf jene Gebete, Liturgien und guten Werke für die Verstorbenen, die ihre Hinterbliebenen in der Kirche für jene Verstorbenen darbringen. Sie antwortet als göttliche Liebe auf menschliche Liebe. Denn im Einsatz für den verstorbenen Nächsten zeigt sich ja eben jene Barmherzigkeit, die unsere göttliche Berufung allen auferlegt. Jetzt kommen wir zu den praktischen Folgen. Hier sieht man, was da alles so dran ist bei diesen Stationen. Eine Zusammenstellung, die habe ich jetzt aus Seraphim Roses Buch über die Seele nach dem Tod. Sie sehen, das sind eigentlich alles ziemlich bekannte Sachen. Gut. Was also können wir tun für uns selbst und unsere Seele als Todgeweihte? Unsere wichtigste Selbstsorge betrifft die Wachsamkeit gegenüber dem, was dermaleinst an den Zollstationen geprüft werden wird. Die Relevanz dieser Vorsorge zu Lebzeiten wird an zwei biblischen Stellen deutlich. Die erste stellt den Tod als harte Grenze verlorener Beeinflussbarkeit vor. Die zweite lindert diese Härte durch eine, wenn auch bedingte, Möglichkeit spontaner Einflussnahme. Das war jetzt die Ankündigung, das 1 und 2, und jetzt geht es ins Detail. Das erste ist, das haben wir links, das Gleichnis vom armen Lazarus, ich nannte es schon. Der Reiche hat sein irdisches Leben genossen und sich nicht um die Not des Armen vor seiner Tür gekümmert. Gleich beim ersten Gericht ist er im Hades-Wartesaal gelandet, der übrigens ziemlich höllisch aussieht, wenn wir an die biblische Quelle denken. Immer noch hängt er an fleischlichen Bedürfnissen. Er hat Durst. Immer noch, und das finde ich wichtiger, beschränkt sich seine fürsorgende Nächstenliebe auf die eigene Familie, nämlich die fünf Brüder, und bleibt unberührt vom Blick auf all die Freunde, sein Dienstpersonal, die Nachbarn und Mitbürger. Angesichts seiner großen Not ist überdies, könnte man denken, das Fehlen jeder Reue bemerkenswert. Moment mal, 7, 8, 8 ist hinten drauf. Okay. Warum? Was bedeutet denn Reue? Sie erfordert, das ist auch hier nichts Neues, ein umfassendes Umgeisten. Wichtig aber sind die Details. Es reicht kein bloß gefühltes Bedauern, kein bloßes Bekenntnis über eigenes Fehlverhalten, ja, ich habe da was falsch gemacht, keine Bitte um Vergebung an eventuell Geschädigte. Es reicht auch nicht die Überzeugung, man hätte sich tatsächlich geändert. Das ist eine Vorstellung, die sich bei genauerer Prüfung oft als Illusion erweist. Nötig ist vielmehr eine praktische Umsetzung. Der heilige Johannes Chrysostomus fasst diese in seinen Homilien über den Hebräerbrief so zusammen: Verurteilung der begangenen Sünde, Demütigung im Herzen, tiefes Gebet unter Tränen, Almosen, Verzeihen und das Bemühen, andere vor dieser Sünde zu bewahren. Also, wirksame Umkehr muss das tugendsame Gegenteil der Sünde praktizieren. All dies ist jedoch nur als leiblich gelegt vollziehbar. So beschränkt auch schon Paulus die beim jüngsten Gericht beurteilten Taten auf jene, die im Leibe verrichtet wurden, 2. Korinther. Der Moment unseres Todes und die Trennung der leibseelischen Einheit hat also für unsere Errettung geradezu dramatische Bedeutung. Mit diesem Moment endet jede Möglichkeit eigener Einwirkung auf unser ewiges Geschick. Von diesem Moment an ernten wir, was wir gesät haben. Nun komme ich zum zweiten Bild. Das ist eine Darstellung von Christi Hadesfahrt. Ein etwas anderes Bild ergibt sich hieraus, aus seinem Abstieg in jene Hades-Unterwelt,
in der die bis dato Verstorbenen auf ihre Auferstehung warten. Sie erhalten die Chance, sich für Christi Angebot einer Errettung in seine himmlischen Wohnungen hinein zu entscheiden. Nun gibt es dazu ziemlich viele Details und auch Widersprüche in der Tradition. Im Petrusbrief heißt es, der Christus, der predigt da zu den Sündern, die durch die Sintflut ertränkt wurden. Das sind also Ungerechte. Andererseits hat die kirchliche Tradition später ist immer davon ausgegangen, dass er eigentlich zu den Gerechten predigt. Und Johannes Chrysostomus verwendet einige Mühe darauf, die Petrusstelle so zu interpretieren, dass das alles zusammenpasst. Das habe ich jetzt hier ausgelassen. Aber selbst wenn die Gerechten sich auf Jesu, also Gerechten, die Christus nicht kannten, die Gerechten aus dem Volk Israel vor seiner Ankunft, die gerechten Heiden, die keine Chance hatten, ihn kennenzulernen und so weiter. Aber auch diese Entscheidung bei den Gerechten hat nicht den Charakter einer spontanen Beliebigkeit. Zumindest jene Gerechten haben ja zu Lebzeiten ihre Seele in einer Weise geformt, die sie befähigte, dem wahrhaft Guten des göttlichen Erlösers zu folgen, als dieser sich ihnen offenbarte. So konnten sie auch nach ihrem Tod jene wahre, das heißt auf die Wahl des Guten ausgerichtete Freiheit, wahrnehmen, die sie durch ihr untadeliges Verhalten vor dem Tod erlangt hatten. Auch hier gilt also für das Leben der Seele nach dem Tod und vor dem jüngsten Gericht: ein wirksamer Einfluss auf dessen himmlische oder hadesmäßige Qualität schwindet bereits mit dem Abnehmen der Kräfte bei Sterbenden. Schon Sterbende können keine würdigen Früchte der Reue mehr erbringen. Ein solcher Einfluss auf unser Geschick bleibt mithin auf unser noch selbstbestimmtes Leben, hier und jetzt beschränkt, auf die ständige Übung des Willens in Richtung auf die göttliche Berufung. Das war Teil 1, was können wir für uns selber tun? Nun komme ich zu Teil 2, was können wir für unsere lieben Verstorbenen tun? Hier ist die Fürsorge der Hinterbliebenen von entscheidender Bedeutung. Sie gilt insbesondere jenen, bei denen wir eine weiterhin erforderliche Reinigung annehmen oder sogar die Erwartung endgültiger Verdammnis befürchten müssen. Ich sage, sie gilt insbesondere, sie gilt nicht nur denen, wir beten auch für die Heiligen, wir beten auch für die und so weiter, aber die richtige Mühe, die wir haben mit unseren lieben Verwandten, betrifft diese anderen Gedanken. Lebende und Tote bleiben eng miteinander verbunden. Indem wir für unsere Toten beten und Panichiden feiern, ermutigen wir auch unsere Kinder dazu, uns dermaleinst diese Fürsorge angedeihen zu lassen und sicher zu sein, dass ihre Kinder das auch weitermachen. Sobald ein Mensch gestorben ist, sollten wir einen Priester bitten, die Gebete für seinen Heimgang zu lesen. Der Tote sollte nach Möglichkeit, das ist wahnsinnig schwierig unter unseren Gesetzen hier, in der Kirche aufgebahrt werden. Ich konnte meine Mutter nur deswegen 3 Tage zu Hause behalten, weil es Januar war und ich habe geschworen, dass die ganze Zeit das Fenster offen bleibt. Also wie das in der Kirche geht, das weiß ich nicht. Freunde und Verwandte sollten bis zur Beisetzung versuchen, eine ununterbrochene Psalmenlesung aufrechtzuerhalten. Auch sollte man sogleich in einem Kloster, das tägliche Liturgien feiert, oder mehrere in der Woche, für 40 Tage um das Totengedenken für den Verstorbenen bitten und diese Bitte durch Spenden unterstützen. Denn während ihrer Prüfung durch die verschiedenen Zollstationen, man spricht normalerweise von 40 Tagen, sind die Seelen in besonderer Weise auf unsere Gebete und Fürbitten angewiesen. Das war für mich neu. Also davon hatte ich keine Ahnung und das nehme ich mir wirklich sehr zu Herzen. Selbst die Gottesgebärerin hatte im Blick auf diese Prüfung ihren Sohn gebeten, er selbst möge ihre Seele mit sich in den Himmel nehmen. Das war das erste Bild, Sie erinnern sich. Wir sollen sogar die Sorge um die liebe Leiche und die Organisation des Begräbnisses anderen überlassen, um uns während dieser Tage ganz dem Gebet, dem Opfer für die Kirche im Namen der Verstorbenen und ihnen gewidmeten guten Werken hinzugeben. Aus Visionen unserer Heiligen wissen wir, dass solche Mühen den Geprüften in ihren Kämpfen und Leiden
spürbare Erleichterung schaffen. Der heilige Dionysius der Areopagit spricht hier bei Sünden aus menschlicher Schwäche sogar von vollständiger Vergebung und Befreiung aus dem Gefängniswartesaal des Hades. Bei anderen Sünden erwartet er eine Verkürzung der Zeit der Reinigung oder eine Verringerung ihres Einflusses auf das jüngste Gericht. Auch jenen, die ihrer ewigen Verdammnis entgegensehen, werden ihre Leiden so gelindert. Was aber hat es nun mit diesem endgültigen jüngsten Gericht auf sich? Was wird aus der göttlichen Barmherzigkeit? Es gibt hierzu die theologische Hypothese einer Apokatastasis, also einer Auferstehung aller. Was ist davon zu halten? Ganz sicher ist unser Gott kein Gott der Strafe. Er nimmt jedoch die auf sein Ebenbild hingeschaffenen als Personen mit freiem Willen ernst. Er respektiert diesen Willen auch dann, wenn dieser dem Heil zuwiderläuft. Unser eigener Heilswille ist mit Opfern verbunden. Das wird an vielen biblischen Stellen deutlich. Als Beispiel möge man an Matthäus 18, 8 bis 9 denken. Hau dir lieber deinen Fuß ab, anstatt mit Fuß ins ewige Feuer zu gehen. Reiß dir dein Auge aus und so weiter. Dort wird im extremen Konflikt sogar das Opfer körperlicher Integrität verlangt, um jenem ewigen Feuer zu entgehen, das auch in Jesu Gleichnis vom jüngsten Gericht angekündigt wird. Das ist Matthäus 25, 41. Origenes, einer der bedeutendsten christlichen Philosophen, so um 200 rum, versuchte unter anderem, Gottes Heilshandeln einer menschlich verstandenen Barmherzigkeit anzupassen. Er lehrte die letztendliche Auferstehung aller zum paradiesischen Leben. Auch Gregor von Nyssa vertritt diese Lehre. Sie wurde aber in der Kirche stets als Theologumenon, also als eine unmaßgebliche Meinung verstanden. Demgegenüber scheint sie heute im Westen unter Christen zur Selbstverständlichkeit trivialisiert. Hier ist berechtigt sicherlich das Motiv, also die Abwehr einer selbst irregeleiteten vakitikanischen Lehre vom, auch protestantischen, das haben wir auch beim Protestanten, Lehre vom strafenden Gott. Aber die schlichte Erwartung einer endgültigen Erlösung aller konnte sich nur dort verbreiten, wo man nicht mehr unterscheidet, die Frage, was lässt sich über Gottes Handeln behaupten, von der Frage, was lässt sich im demütigen Anruf an Gottes Barmherzigkeit erhoffen. Die Apokatastasis ist in Gefahr, die menschliche Freiheit gegen Gott, wo sie so wahrgenommen wird, nicht ernst zu nehmen. Auch pastoral gesehen ist diese schlichte Heilssicherheit bedenklich. Wer sich auf die göttliche Verzeihung so einfach blind verlässt, sieht sich leicht ermutigt zu fahrlässiger Unbekümmertheit, nach Johannes Chrysostomus, der Wurzel sogar des ersten Sündenfalls. Warum soll man sich denn das irdische Wohlsein im Bemühen um asketische Tugenden stören lassen, wenn eine himmlische Ewigkeit sowieso schon gebongt ist? Genau darum kritisiert auch der heilige Johannes Chrysostomus diese Lehre. In seinen Ermahnungen an die durch schwere Prüfungen in Versuchung geratenen Korinther will er diese nicht nur ermutigen durch die Aussicht auf ewige Güter, sondern auch mit dem Schrecken der Hölle bedrohen. Angst ist ein stärkeres Motiv als Hoffnung, sagt er. Um die Barmherzigkeit Gottes mit seiner Gerechtigkeit zu verknüpfen, erinnert der heilige Basilius der Große, und jetzt kommen wir zu diesem Bild, an die zweifache Wirkung des Feuers der göttlichen Herrlichkeit. Die Verdammten erfahren es als brennende Qual, die Seligen als beglückendes Licht. Der heilige Maxim der Bekenner fügt hinzu, wer zu Lebzeiten seine Liebe zu Gott gepflegt hat, wird bei der Offenbarung dieser Herrlichkeit dem Ort seiner Sehnsucht zufliegen. Wer zu Lebzeiten sich an nichtigen, vergänglichen und somit nur vermeintlichen Gütern hing, wird auch angesichts solcher Herrlichkeit jenen längst vernichteten Gütern nachweinen. Im Leuchten der göttlichen Liebe wird ihn seine Unfähigkeit zur Gegenliebe erdrücken. Unsere Empfänglichkeit für Gottes Güte, so sagen die Kirchenväter, wächst nur in dem Grade, in dem ein Mensch selbst gut wird. Wer das Gutwerden versäumt hat, findet sich in die Gesellschaft der Hassenden und Gehassten zurückgeworfen.
Trotz alledem spricht die Tradition ganz im Sinne der pastoralen Sorge des heiligen Johannes Chrysostomus keine klare Sprache. Sie weist uns zwischen Warnung und Hoffnung einen Weg, der weder unsere mitmenschliche Liebe als Sorge um die verurteilten Mitmenschen zurückweist oder als, ja, noch unseren Eifer bei der Sorge um das eigene Heil gefährdet. Einerseits können nach dem heiligen Markus von Ephesus unsere Fürbitten die Qualen der ewig Verdammten nicht abstellen, sondern nur lindern. Andererseits gibt selbst er zu, dass die Heiligen, bewegt von ihrer großen Menschenliebe, trotzdem für deren Errettung beten. Ob Gott solche Bitten erhört, so fährt Markus fort, sollten wir nicht zu ergründen suchen. In jenen Heiligen wirkt der Heilige Geist. Ihre Zuversicht folgt Christi Gebot der Feindesliebe und seinem eigenen Vorbild, denn auch er betete für jene, die ihn kreuzigten. Auch legt ja sein Wort, wonach alle Sünden vergeben werden, außer denen gegen den Heiligen Geist, das ist Matthäus 12, 32, die Vergebung schwerer, tödlicher Sünden nahe. Schlussgedanken. Aha, da haben wir noch was. Den da. Das ist eine schlechte Darstellung des Hochzeitsmahls, sorry. Meine Gedanken beschränkten sich auf die Absicht, die praktischen Implikationen kirchlicher Lehren im Blick zu halten. Ich wollte von rein dogmatischen Spekulationen oder philosophischem Verständnis versuchen, hier absehen. Nun bedarf allerdings jede Entscheidung über pastorale Relevanz, genau wie jede medizinische Therapie, einer jeweils individuellen Diagnose. In geistigen Dingen bedarf sie der Orientierung durch einen je persönlichen geistlichen Vater. Er kann unterscheiden. Manche Menschen stehen so nah in der Verzweiflung, dass nur das Evangelium der göttlichen Liebe ihnen helfen kann. Andere müssen durch deftige Warnungen aus ihrer Gleichgültigkeit aufgeschreckt werden. Verzeihen Sie diese etwas simple Darstellung, Vater Justin. Für mich persönlich kann ich schließen, dass meine Ausgangsvorstellung Todesfurcht ist unfromm ziemlich undifferenziert war. Zwar ermuntert uns Paulus, den Schmerz über den Tod unserer Lieben nicht zu übertreiben und uns auf den eigenen Tod zu freuen. Er macht das vor. Exzessive Trauer zeigt mangelnden Glauben. Aber die anempfohlene Freude sollte nicht in unbedarften Optimismus ausarten. Unsere Gottesliebe sollte, mit Gottesfurcht umkleidet, das Bild des Hochzeitsmahls, wo der, der kein ordentliches Kleid hat, gebunden wird, uns als Mahnung und Ansporn vor Augen halten. Vielen Dank.